Stellt euch vor, der Crashtest-Dummy für Sicherheitstests bei Fahrzeugen ist am Beispiel des durchschnittlichen Mannes designt. Algorithmen werden überproportional mit Daten von Männern befüllt und Medikamente hauptsächlich an Männern getestet. Was wäre das für eine Welt? Tatsächlich ist es unsere. Das, was ich gerade aufgezählt habe, ist Realität und heißt Gender Data Gap. Bis heute ist in vielen Bereichen der Mann das Maß aller Dinge. Frauen werden ausgelassen und oft nicht mitgedacht. Und das hat teilweise gravierende Folgen. Die Kloschlange ist hier nur ein kleineres Übel. Aber wie groß ist der Datengraben zwischen den Geschlechtern wirklich? Warum gibt es ihn? Und wie wirkt sich das auf unser Leben aus? Dranbleiben, wir legen los. Ihr kennt sicher diese netten Typen hier. Crashtest-Dummies. Sie sind ziemlich praktisch, weil sie täglich ein paar Mal für uns sterben, damit wir es nicht tun müssen. Zumindest sterben sie täglich für etwa die Hälfte der Bevölkerung. Denn es gibt keine Crashtest-Dummies mit weiblicher Anatomie, die tatsächlich eingesetzt werden. Dummies sind am Beispiel des durchschnittlichen Mannes designt. 1,75 Meter groß, 78 Kilo schwer. In der Praxis heißt das, die Wahrscheinlichkeit, bei einem Autounfall schwer verletzt zu werden, ist bei Frauen um fast 50% höher als bei Männern. Die Chance zu sterben erhöht sich für Frauen um 17%. Zur Einordnung, die Studien in diesem Video unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Deshalb mache ich das hier auch, obwohl die Realität natürlich komplizierter ist. Anderes Beispiel. Viele Personen haben ein Problem mit den Sitzgurten oder der Abstand zum Lenkrad passt oft nicht. Das liegt nicht unbedingt daran, dass sich speziell Frauen blöd anstellen, sondern weil Autos ganz grundsätzlich nach dem durchschnittlichen Mann designt wurden und immer noch werden. Männliche Designer denken die Bedürfnisse von Frauen oft nicht mit, erzählt uns Sabine Kösegi von der TU Wien. Zum Beispiel das ganze Sicherheitssystem, das Gurtsystem, ist nicht für schwangere Frauen ausgelegt. Es ist eigentlich gefährlich, als schwangere Frau mit dem Gurt über den Bauch zu fahren. Viele Städte sind zum Beispiel aufs Auto ausgelegt. Autos werden aber häufiger von Männern benutzt. Das liegt vor allem daran, dass Frauen immer noch die meiste Care-Arbeit übernehmen, kürzere Wege zurücklegen und öfter zu Fuß unterwegs sind. Schlecht ausgebaute oder zu schmale Gehwege sind dann ein Hindernis. Genauso wie Toiletten. Wir kennen das ja alle. Die Schlange bei den Damentoiletten ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit länger als jene bei der Männertoilette. Das hängt damit zusammen, dass es auf Männertoiletten auch Urinale gibt. Mehrere Personen können also gleichzeitig. Klar. Frauen müssen aber häufiger auf die Toilette und brauchen durchschnittlich etwa doppelt so lange. Eine 50-50-Aufteilung bedeutet also nicht automatisch eine gerechte Aufteilung. Grund für das alles ist der Gender Data Gap, eine Datenlücke zwischen den Geschlechtern. Beim Gender Data Gap handelt es sich um die Tatsache, dass Frauen im Grunde genommen in der digitalisierten Welt unterrepräsentiert sind. Und die Ursache darin ist, dass Frauen eben auch in der realen Welt in ganz vielen Lebensbereichen unterrepräsentiert sind und man daher Daten über Frauen nicht sammelt und nicht zur Verfügung hat. Daten haben aber einen wesentlichen Einfluss auf unser Leben. Welche Filme wir schauen, welche Medikamente es gibt, welches Ergebnis bei der Google-Suche ausgespuckt wird. All das basiert auf Daten und Algorithmen. Fehlen Daten von einer bestimmten Personengruppe, kann das dazu führen, dass sie nicht ausreichend geschützt oder am Ende sogar diskriminiert wird. Die Hoffnungen und Erwartungen, dass KI-Systeme ganz einfach fairer und objektiver sind, weil sie rechnen können, ist wirklich eine Illusion. Anders gesagt, was KI-Systeme ausspucken, basiert darauf, womit sie gefüttert werden. Sind die zugrunde liegenden Daten nicht inklusiv, rassistisch oder lückenhaft, ist auch das Ergebnis verzerrt. Aber immer mehr Entscheidungen werden auf Algorithmen ausgelagert. Datenungleichheit hat also reale Konsequenzen. Ein Beispiel. Da hat sich ja ein Ehepaar beide den gleichen Job an der gleichen Universität mit dem gleichen Gehalt um eine Apple-Kreditkarte beworben und die KI hat sozusagen die Bonität errechnet und der Mann hat einen Kreditrahmen gekriegt, die Frau nicht. Ja. Und da wird es dann plötzlich klar, dass hier ganz eindeutig das Geschlecht darüber entschieden hat, also oder determiniert hat, die Entscheidung des Algorithmus oder des Vorschlages über die Bonität. Wenn Daten fehlen, kann das im schlimmsten Fall sogar lebensgefährlich werden. Schauen wir mal kurz rüber zur Medizin. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine der häufigsten Todesursachen. Das Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, war aber lange Zeit für Frauen größer, aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits wegen den Symptomen.
Infarkte wurden bei Frauen oft gar nicht erkannt, weil sie andere Symptome haben als Männer. Mittlerweile weiß man, dass Frauen bei einem Herzinfarkt eher an Bauchschmerzen oder Übelkeit leiden. Männer haben eher ein Stechen im Brustkorb oder Atemnot. Andererseits wirken Medikamente bei Männern und Frauen unterschiedlich. Das Medikament Digoxin zum Beispiel erhöht bei einem Herzinfarkt die Überlebenschancen bei Männern, senkt sie aber bei Frauen. Bis in die 1990er Jahre bekamen Frauen dieselbe Dosis wie Männer. Im schlimmsten Fall endete das tödlich. Den Gender Data Gap gibt es aber nach wie vor, erzählt uns Alexandra Kautzki-Willer von der MedUni Wien. Denn Männer sind in klinischen Studien immer noch das Maß aller Dinge. Tierversuche werden zu einem Großteil mit männlichen Tieren durchgeführt. Mit der Begründung, dass das Forschen an weiblichen Tieren zu kompliziert, zu zeitaufwendig oder zu teuer wäre. Nur die Erkenntnisse, die bei diesen Studien rauskommen, gelten dann automatisch auch für Frauen. Und das, obwohl man weiß, dass es oft schwierig ist, von einem Geschlecht aufs andere zu schließen. Je mehr an Informationen man hat, desto besser kann man dann wirklich gezielt auf die Form der Erkrankung eingehen und die bestmögliche Behandlung anbieten. Und das ist natürlich auch molekularbiologische Untersuchungen, die dann notwendig sind. Aber eben auch diese anderen Faktoren, diese gesellschaftlichen Faktoren, der Lebensstil, also soziales Geschlecht ist auch wichtig, nicht nur das biologische. Das Bewusstsein dafür ist in den letzten Jahren größer geworden. An einigen Universitäten ist die Gendermedizin mittlerweile Teil des Curriculums. Aber die Datenlücke ist da und so schnell lässt sie sich nicht schließen. Seit 2000, kann man sagen, wird in allen Fachbereichen zunehmend hier geforscht an Unterschieden zwischen Männern und Frauen bei den verschiedenen Krankheitsbildern. Aber es hinkt alles sehr, sehr nach und wir können nicht alle alten Studien noch einmal neu machen. Das ist praktisch gar nicht möglich. Und auch nicht finanzierbar. Okay, das ist verständlich. Forschung ist teuer. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten von euch sich jetzt denken, das ist unzumutbar. Das kann man nicht so lassen. Deshalb schauen wir uns jetzt ein paar Lösungen an. Vorweg, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und es sind viele Faktoren, die hier zusammenspielen. Aber auf ein paar einzelne können wir eingehen. Zuallererst sei es wichtig, dass Frauen bei Studien, die jetzt stattfinden, berücksichtigt werden. Alexandra Kautzki-Willer schlägt vor, stärker zu differenzieren. Denn je nachdem, ob man Anfang 20 oder Mitte 60 ist, kann das allein aufgrund des Zyklus zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Lösungsstrategien müssten vielseitig sein. Einerseits, dass eine ausreichende Anzahl an Frauen in allen Studien eingeschlossen wird und nach Möglichkeit dann, wie gesagt, auch noch unterschieden wird vor oder nach der Menopause. Und auf der anderen Seite sicher auch, dass mehr Frauen überhaupt in die Wissenschaft, in die Forschung und in die Medizin kommen. Und zwar nicht nur beginnen mit dem Medizinstudium, wie es ja jetzt auch der Fall ist, sondern dann eben auch die höheren Positionen auf der Karriereleiter erreichen. Dass es einen Unterschied macht, wer forscht und am Design beteiligt ist, zeigt Eva. Eva ist der erste weibliche Crashtest-Dummy. Erfunden hat ihn Astrid Linder vom schwedischen Straßen- und Transportforschungsinstitut. Noch ist Eva aber nicht im Einsatz. In der EU gibt es nämlich derzeit keine Tests, die weibliche Dummies vorschreiben. Aber zumindest was die Stadt- und Verkehrsplanung angeht, tut sich was. Die Stadt Wien hat seit einigen Jahren Projekte, um Gruppen, die sonst unterrepräsentiert sind, zu stärken. Und in Stockholm hat die Stadtregierung zum Beispiel beschlossen, dass im Winter die Gehsteige vor den Straßen geräumt werden. Denn auch in Schweden sind es eher Frauen, die ihre Kinder zur Schule oder in den Kindergarten bringen, eher zu Fuß gehen und seltener das Auto benutzen. Männer haben freie Fahrt, während sozusagen Frauen und Kinder warten müssen und dadurch einem höheren Risiko auch ausgesetzt sind. Jetzt hat man das umgedreht und gesagt, na Moment, also es kann sich ja jeder Mann entscheiden, bei Schneefall dann doch mit den Öffis in die Arbeit zu fahren, ja? Aber machen wir doch zuerst einmal die Gehwege sicher, ja? Für Frauen und Kinder oder für die Menschen, die halt eben mit den Öffis fahren und dann kümmern wir uns um die Straßen. Welche Daten gesammelt und wie sie genutzt werden, hat einen Einfluss darauf, wie unsere Gesellschaft gestaltet ist, wer Vorteile hat und wer benachteiligt wird. Und je mehr Raum neue Technologien in unserem Alltag einnehmen, desto stärker sollte uns das bewusst sein. Wir tendieren dazu, Maschinen mehr Vertrauen entgegenzubringen, als wir das den Menschen entgegenbringen. Wenn man jetzt aber weiß, wie diese Maschinen entwickelt und designt werden und dass sie nicht objektiv und besser sind, ja, dann frage ich mich, ob diese Energie nicht besser oder auch so gut aufgewendet wäre, wenn wir doch die Menschen darin trainieren,
dass sie ihre Vorurteile und Biases hinterfragen. Habt ihr euch schon mal Gedanken zum Gender Data Gap gemacht? Wie geht ihr damit um? Und habt ihr vielleicht eigene Lösungsansätze? Schreibt es uns unten gerne in die Kommentare. Teilt dieses Video mit euren FaktenfreundInnen und passt auf euch auf.